Die Lage in der Türkei ist momentan sehr schwierig. Aufgrund des Ausnahmezustandes haben die Leute Angst. Sie trauen sich nicht, ihre Meinung offen zu sagen. Vor allen Dingen diejenigen, die beim Verfassungsreferendum Nein sagen wollen, haben Angst, dass sie aufgrund dessen inhaftiert werden und Repressalien ausgesetzt sind. Und das ist auch das, was wir gespürt haben, als wir dort waren. Es war keine lockere Stimmung, so wie ich es sonst immer kenne in der Türkei. Viele Jugendliche in der Türkei sind in der Tat begeisterte Erdogan-Menschen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil in der Türkei in den letzten Jahren sehr viele Dinge schiefgelaufen sind. Man hat immer das Gefühl, als ob andere Länder über die Türkei bestimmen würden. Jetzt hat man das Gefühl, mit Erdogan hat man einen starken Führer. Aber wir versuchen auch den jungen Menschen zu erklären, auch wenn man Diskriminierungserfahrungen hatte, gehört sich das nicht, dass man einen Diktator unterstützt. Und von daher ist die aktuelle Situation in der Türkei, wenn es einen Systemwechsel gibt, sehr schwierig, die wird immer schwieriger und die jungen Menschen, hoffe ich, werden das auch einsehen und differenziert sein. Es geht nicht um Erdogan bei dieser Wahl, bei diesem Referendum, sondern es geht darum, ob die Türkei ein parlamentarisches System bleibt oder ein diktatorisches Präsidialsystem wird. Ich bin dafür, dass es ein parlamentarisches Demokratiesystem bleibt. Februar haben wir angefangen und jetzt haben wir noch einen Monat, bis die Wahl quasi ist. Aber ab dem 27. März bis 9. April können die Leute ja wählen. Das heißt, wir sind mittendrin. Die Heilkampagne läuft gut, weil sehr viele Menschen Interesse haben und jetzt auch bereit sind, sich politisch zu aktivieren und auch sich politisch einzusetzen. Weil bei dieser Kampagne und bei diesem Referendum geht es ja nicht um eine politische Wahl, in dem Sinne, dass man eine Partei wählt, sondern es geht darum, dass die Türkei einen Systemwechsel zu befürchten hat. Und von daher sind auch viele Menschen, die sagen, eigentlich interessiere ich mich nicht für Politik. Die stehen trotzdem auf und sagen, ich will nicht, dass die Türkei ein Präsidialsystem wird mit diktatorischen Zügen. Und von daher haben sich jetzt die Neinsager mehr Mut in Deutschland angeeignet, um auch lautstark für quasi für die demokratische Türkei zu plädieren und gegen die Verfassungsänderung. Also jeder, der auch die doppelte Staatsbürgerschaft hat, türkisch und deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist wahlberechtigt. Jede Person, die nur die türkische Staatsbürgerschaft hat, ist auch wahlberechtigt. Wichtig ist, dass Sie auf dieser Webseite des Wahlsystems in der Türkei nachgucken, das heißt www.ysk.gov.tr. Da kann man die Nummer des Ausweises reingeben und sehen, ob man registriert ist. So, das heißt, wenn man diese Vorbereitung erledigt hat, kann man ab dem 27. März bis 9. April in allen Generalkonsulaten in Deutschland wählen gehen. Und wenn man es in Deutschland nicht schafft, kann man ab dem 27. März bis 16. April an den Wahlurnen, an den Flughäfen in der Türkei wählen gehen. Weil es sind ja Osterferien, es kann sein, dass manche Menschen in Urlaub fliegen wollen, das ist okay. Da kann man also an den Flughäfen in die Wahl auch abgeben und dort auch quasi wählen gehen. Nee, das hatten noch nicht so viele mitgekriegt, unsere Heil-Kampagne in Deutschland. Aber nachdem ich erzählt habe, dass ich mich für Heil engagiere, war natürlich die Reaktion nicht so schön. So nach dem Motto, ja, warum wollt ihr denn nicht, dass die Türkei stark wird? Und da musste ich immer den Leuten erklären, mit einer Verfassungsänderung und dem Präsidialsystem wird die Türkei nicht stärker, sondern schwächer. Und ja, also die Reaktion der Ja-Sager ist ganz klar, selbstbewusst, die können werben. Und die Nein-Sager sind relativ eingeschüchtert und öffentlich nicht sichtbar. Weder ein Bus noch ein Plakat, gar nichts in der Türkei, wo ein Nein draufsteht, ist nicht sichtbar. Das ist schade, weil das Land war in einer anderen Situation. Wir hatten eine lockere, demokratischere Stimmung, auch bei den jungen Leuten. Die können ja stolz auf ihr Türkentum sein, darum geht es mir auch nicht. Aber es geht darum, wenn jemand dieses System nicht ändern will, dass diese Menschen nicht in die gleiche Ecke wie Terroristen oder Separatisten oder was auch immer geworfen werden. Was ist das überhaupt, Separatismus? Ja. Ich war jetzt die 5 Tage in der Türkei. Es dürfen nicht jeder schreiben, was er will. Es können nicht alle sagen, was sie wollen. Auf dem berühmten Taksim-Platz, was immer ein Platz der Freiheitssymbole war, da kann man nicht ein Nein-Plakat aufstellen. Da wird man garantiert inhaftiert. Also es ist nicht so, dass man frei seine Meinung äußern kann. Ich habe auch erlebt in den Medien, wie ein Bus, der eine Nein-Kampagne unterstützt hat, von der Polizei aufgehalten worden ist, der Fahrer rausgezerrt worden ist und der Bus quasi stillgelegt worden ist, obwohl eigentlich offiziell auch die Parteien Werbung machen dürfen für ihre Position. Aber realistischerweise ist es nur so, die Ja-Sager können Werbung machen und die Nein-Sager müssen schweigen. Und das ist nicht mehr fair. Das ist kein fairer Demokratieprozess. Deswegen ist es wichtig, dass man das auch kritisiert.